Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Conor McGregor hatte am Dienstagmorgen seine Karriere beendet. Urheberrecht Getty Image, 26. März 2019, 23:01. Kurz nach seinem Rücktritt vom Mixed Martial Arts werden Vergewaltigungsvorwürfe gegen Conor McGregor öffentlich. Seine Sprecherin sieht keinen Zusammenhang. Wenige Stunden, nachdem Conor McGregor seine Karriere im Mixed Martial Arts beendete, werden schwere Vorwürfe gegen ihn öffentlich. Wie die New York Times berichtet, wird wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Iren ermittelt. Die Zeitung zitierte vier namentlich nicht genannte Quellen. Konkret geht es um einen Vorfall im Dezember. Eine Frau beschuldigt McGregor, sich im Dezember im Dubliner Beacon Hotel an ihr vergangen zu haben. Dort soll dieser hin und wieder übernachtet haben. Laut der Zeitung wurde der frühere UFC-Champion deshalb im Januar verhaftet. Eine Anklage fand dem Bericht nach noch nicht statt, der 30-Jährige wurde jedoch von den Behörden befragt. Die Ermittlungen laufen. Sprecherin, keine Verbindung zum Rücktritt. McGregors Sprecherin Karen Kessler erklärte ESPN am Dienstag, die Geschichte gibt es schon seit einiger Zeit und es ist unklar, warum jetzt darüber berichtet wird. Die Vermutung, dass seine Rücktrittsankündigung mit diesen Gerüchten zu tun hat, ist komplett falsch. Skandalstar McGregor wurde bereits vor einigen Wochen in Florida verhaftet, weil er einem Fan, der ihn fotografieren wollte, das Handy geklaut hatte. Am Dienstagmorgen hatte der ehemalige Leicht- und Federgewichtskampion bei Twitter geschrieben: Hallo Leute, kurze Ankündigung, ich habe mich dazu entschieden, vom Sport namens Mixed Martial Arts zurückzutreten. Ich wünsche all meinen alten Kollegen alles Gute in diesem Wettbewerb. Jetzt geselle ich mich zu den anderen, die ebenfalls zurückgetreten sind. Die Pina Coladas gehen auf mich, Leute.